Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu deinem Video hier bei Potters Bluff Reviews. Heute geht es um eine wunderschöne Collectors Edition oder Collectors Edition nennen, die erschienen sind von Play On Pictures, ehemals Kochfilms. Und zwar ist über die letzten paar Monate oder Jahre fast schon langsam der Backkatalog-Titel von Wong Kar Wai erschienen auf 4K bei Kochfilms in wunderschönen Digipacks, was sich mittlerweile zu einer richtig schönen Sammlung angehäuft hat. Ganz neu erschienen sind jetzt Chungking Express und Fallen Angels in 4K. Absolute Höhepunkte, finde ich, im Kino. Gerade Chungking Express ist ja so ein Meilenstein des Stadtkinos und der romantischen, also kann mir wenige Filme vorstellen, die nicht von diesem Film inspiriert sind, die den gleiche Kerbe schlagen. Und Play On Pictures hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet, beziehungsweise ehemals Kochfilms, hier die Rundum-Sorglos-Pakete abzuliefern. Wir bekommen hier drei Generationen Digipacks, also man hat in jedem dieser einzelnen Digipacks DVD, Blu-ray und 4K. Wir schauen uns die auch gleich aus der Nähe an, keine Sorge. Alles liebevoll aufgearbeitet in perfekter Bild- und Tonqualität. Wie gesagt, die 4K-Master sind wirklich Bombe. Gerade bei In the Mood of Love ist 4K Wahnsinn. Wer den Film kennt, wie gesagt, alle sind mehr oder weniger, man kann so einen Zusammenhang bringen, so mehr oder weniger Beziehungsfilme zwischen Charakteren, die ganz tolle Emotionen aufweisen und ganz toll kodiert sind, fotografiert sind, geschrieben und auch gefilmt. Alles bis zum Exzess in einer Perfektion, die es selten gibt, vor allen Dingen in The Mood of Love zum Beispiel, der als best farbkodiertster Film der Welt gilt. Hier ist wirklich jede Farbe komplett bestimmt. Und die anderen Filme haben einfach so ein Mitreißgefühl, so mittendrin, Chungking Express, so ein Lebensgefühl einfach, mit tollen Soundtracks auch und allem. Das sind übrigens nicht alle Filme von Wong Kar Wai, die erschienen sind in 4K und vielleicht kommen auch noch weitere raus. Ebenfalls erschienen sind 2046, der fälschlicherweise ein bisschen immer als Science-Fiction-Film gesehen wird, aber da geht es eigentlich um eine Liebesbeziehung, so jemand, der kaum noch Beziehungen haben kann, der aber Science-Fiction-Romane schreibt oder Filme, wenn ich mich genau erinnere. Und da sind Szenen drin, die Science-Fiction-Elemente haben. Und Days of Being Wild, auch ein weiterer Klassiker von Wong Kar Wai. Und ich kann nur sagen, holt euch das einfach nur. Ich finde, das ist eine der coolsten Collector's Edition, die so im hintenrum erschienen sind. Ich höre gar nicht so viele drüber reden, deswegen hoffe ich, dass ich damit jetzt hier ein bisschen darauf aufmerksam machen kann. Und sorry, ich war längere Zeit jetzt ein bisschen inaktiv. Zum einen war ich ein bisschen krank, aber nicht schlimm, keine Sorge. Und kleiner Krankheitsfall in der Familie, aber auch alles cool, macht euch keine Sorgen. Aber deswegen konnte ich gerade nicht so viele Filme machen, aber viele Videos machen. Deswegen geht es jetzt hier auch wieder langsam los. Und ich wollte euch auf jeden Fall anfangen und hier euch die Wong Kar Wai Filme präsentieren. Alles sind Digipacks. Ich gehe gleich in die Ansicht und zeige euch jedes einzelne, das ihr habt. Die anderen hole ich mir auch noch. Happy Together und In the Mood of Love hatte ich mir vorher schon geholt. Und Chungking Express und Fallen Angels wurden mir hier von Play On Pictures zur Verfügung gestellt zur Review. Deswegen dachte ich, mache ein Gesamtvideo, damit ihr halt einen Überblick über die ganze Reihe bekommt und euch das eben auch schön ins Regal stellen könnt. Zu Wong Kar Wai, wie gesagt, einer der ganz großen Kinomeister und einer der besten Auslandsregisseure, wenn man das so sagen kann. Also ich meine, Weltregisseure kann man ja fast sagen. Und das wird ja jetzt weltweit schon anerkannt und hier immer ganz tolle Filme. Happy Together, ein kleiner Geheimtipp. Fallen Angels, auch ganz toll. Einfach nur tolle Stimmung und die ganzen Filme sind so Amalgame und ich finde jeden Film auf seine Art wirklich klasse und kann jeden hier empfehlen. Wir haben auch hier Tonnen an Bonusmaterial, aber das zeige ich in der nahen Sicht. So, da sind wir auch schon in der nahen Sicht und wir sehen ja schon die wunderschönen Digipacks. Ich liebe ja Digipacks und ich finde schön, dass man hier mal keine Mediabooks gewählt hat. Mal dann so einen Eigenstellungscharakter für die Wong Kar Wai Filme. Ich zeige es dann auch nachher mal alle nebeneinander mit den Spines. Wir schauen jetzt die Digipacks an sich an. Die sind alle matt gehalten, hier mit sehr schönen Screenshots aus dem Film. Hier ist auch ein schönes Grain drüber, sieht wie so ein Filmgrain. Sehr cool gemacht, hier Chungking Express. Ich liebe dieses Logo mit dem Flugzeug hier drin. Sehr cool designt, wie ich finde, und sehr minimalistisch. Ihr seht wirklich nur ein Bild und den Titel und das war's. Und so finde ich das total geil. Das ist dann übrigens bei allen Titeln so gemacht. Ihr habt da eine sehr schöne Kohärenz in den Filmen, bis auf bei Happy Together, wo noch ein kleiner Tagline dabei ist, aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann haben wir hier die Spine. Wie gesagt, Digipacks finde ich total toll. Man muss natürlich hier aufpassen, man muss hier sehr aufpassen mit dem Handling, weil die gehen sehr schnell kaputt und haben Risse und so. Aber das ist, sobald man das daheim hat, ist ja alles gut. Sobald es im Regal steht, was soll da passieren? Bloß beim Kaufen immer schön darauf achten, dass hier die Spines nicht zerdrückt sind oder hier oben schon, dass man schon einen Riss hat. Deswegen würde ich auch empfehlen, lieber beim Play-On-Shop zu bestellen, anstatt bei Amazon, weil Amazon scheißt ja komplett auf die Verpackung. Und wie gesagt, ich versuche auch immer mehr von Amazon wegzukommen, soweit es geht. Bei Exklusivtiteln kann man natürlich nicht viel machen, aber alle anderen Sachen kriegt man auch woanders her. Genau.
Lebte das Kino des Wong Kar-wai auf das Bein. Chungking Express nochmal mit dem schönen Logo. Und hier unten, wie gesagt, drei Generations Digipack. Alle Formate enthalten. Hier wird jeder bedient. Genau. Und man ist für die Zukunft gewappnet, wenn man bis jetzt noch nicht upgradet hat. Hier wird dann die Inhaltsangabe und so eine kleine Teile über die Wirkung des Films. Und hier hat man dann das Bonusmaterial, das ganz viel ist. Originaltrailer, Bildergalerie, geschnittene Szenen, Interviews und so weiter und so fort. Und auch natürlich mit Quentin Tarantino Interview, der natürlich ein ganz, ganz großer Fan des Films ist und auch damals unter seinem Rolling Thunder Label Chungking Express rausgebracht hat und in den USA erstmal richtig bekannt gemacht hat. Er ist ja großer Fan des asiatischen Kinos, auch Korea, Japan und so weiter und so fort. Und er hat ja auch immer groß für die Filme geworben und war schon großer Fan vom Host-Regisseur, der jetzt mit Parasite weltweit durchgestartet ist, aber war schon lange davor Riesenfan. Aber hier haben wir natürlich Wong Kar-wai und ja. Und hier haben wir auch Booklet von Andreas Ungerböck. Sehr gut geschrieben, wie ich finde. Und hier haben wir dann die Daten. Ihr seht, Laufzeitunterschiede auf der DVD ergibt sich einfach nur aus der höheren Bildrate. Und ihr habt hier alles, seht ihr ja, das ganze Material habt ihr hier. Sehr schön. Wir haben hier eh überall Deutsch mit drauf, wie bei allen Firmen. So, dann kommen wir zum Digipack selber. Wie gesagt, hier, das ist eine klassische Digipack-Hülle. Sehr schön gemacht, sehr schön verarbeitet. Und ich zeige euch am Ende nochmal nebenan. Dann hier innen drin sehr schöne Szenenbilder. Ihr seht auch schon hier schon sehr moody. Erinnert mich auch manchmal so ein bisschen an Luc Besson Subway, aber so im weiteren Sinne. Hier hat man dann ein sehr schönes querformatiges Booklet. Sehr toll. Sehr schön gearbeitet. Und hier werden noch ein paar tolle Bilder aus dem Film. Ja, hier mit den Polizisten, ganz grandios. Also, wie gesagt, ihr werdet diesen Film, holt euch wirklich diesen Film als erstes, wenn ihr noch gar nichts von Wong Kar-wai gehört habt. Wenn ihr Kenner seid, könnt ihr natürlich sofort einsteigen mit allen. Aber das ist hier so, dass der die Einstiegsdroge, kann man sagen. Hier haben wir dann die Blu-ray. Quatsch, die 4K. Das ist alles durchgezogen mit diesem schönen Grain, wie ihr überall sehen könnt, was ich sehr cool finde. Seht ihr gern? Das ist kein Pixelmatsch oder was, das ist Filmgrain, sieht richtig cool aus. Und hier hat man das wirklich komplett durchgezogen. Und wirklich, wie gesagt, alle drei Generationen von Medien hier angepasst: DVD, Blu-ray und 4K. Hier wird ein komplettes Innenbild. Und auf der Rückseite auch ein komplettes, schon fast ein kleines Poster hier in der U-Bahn-Station. Richtig toll. Sehr schön gemacht, wie ich finde. Das kann sich doch sehen lassen. Dann packen wir das zurück. Ich sortiere das gerne mal der Reihe nach. DVD wird man wahrscheinlich nicht mehr gucken. Blu-ray griffbereit und die 4K bekommt einen extra Platz hier. Dann packen wir das Booklet zurück und das wäre es zu Chungking Express. Wie gesagt, am Ende werde ich euch auch nochmal ein kleines Fazit geben und wo ihr das ordern könnt am besten. Dann gehen wir weiter mit Happy Together. Sehen könnt. Und seht, hier haben wir so einen kleinen Tagline noch dazu. Wo wollen wir hin? Zum Ende der Welt. Genau. Und hier ist das ebenfalls so durchgezogen, dieser Film-Grain-Look. Sehr schön gemacht. Happy Together hier auf der Seite. Filme des Wong Kar-wai. Und die sind alle komplett gleich aufgebaut. Also könnt ihr euch sehr schön schätzen hier. Das ist eine sehr schöne Sammleredition und passt sehr schön nebeneinander. Das macht ja Kochfilms, Play On Pictures sehr gerne. Schon die William Castle Collection, die Mario Bava Collection. Und jetzt haben wir hier das Kino des Wong Kar-wai. Hier haben wir das ähnlich aufgebaut. Ihr seht alles hier. Wieder ein schönes Booklet. Und Andreas Ungerböck hat hier alle Booklets geschrieben. Ach ja, diese Sticker sind immer außen drauf angebracht. Könnt ihr dann hier sehen. Die habe ich natürlich hier schon abgezogen, weil ich die Filme schon geöffnet hatte. Dann sortieren wir das hier auch mal ein bisschen um. Da wieder ein sehr schönes Innenbild, was komplett aus einer Szene besteht. Und hier auch sehr schön gemacht. Ein toller Film, das ist ein wirklicher Geheimtipp. Den würde ich euch empfehlen. Ich empfehle euch alle Filme von Wong Kar-wai. Erweitert euren Horizont. Schaut nicht immer nur ein Genre. Die Mischung macht, sage ich immer. Wenn man nur Horrorfilme guckt, hat man auch keinen Bock mehr. Wenn man nur Actionfilme guckt, hat man auch keinen Bock mehr. Man muss immer schön durchmischen und immer viel Horizont erweitern. Und ja, deswegen Wong Kar-wai, sehr gut dafür. Fallen Angels. Und ihr seht es hier mit einer der schönsten Szenen der Filmgeschichte, wie ich finde, diese Szene durch diesen Tunnel. Manchmal wirkt es einfach so, als ob es im Moment entstanden ist, aber ich bin mir sicher, da war sehr, sehr viel Planung hinter jeder einzelnen Einstellung. Gesagt, ihr seht, der Aufbau ist immer der gleiche. Deswegen ist das auch eine Collector's Edition, die sich lohnt durchzuziehen für alle Leute, die es auch gerne immer gleichmäßig haben. Und hier haben wir dann auch ein paar Zitate und wieder ein Booklet von Andreas Ungerböck.
Sehr schön. Ja. Wer das einmal gesehen hat, der wird es nicht wieder vergessen. Wunderbare Stimmung. Und hier wieder alle drei Medien, wie gesagt. Das ist ja schon ein paar Mal erwähnt. Und dann auch ein bisschen Action. Wie gesagt, es ist nicht alles nur Schmonze, es ist auch viel, es ist alles dabei, alle möglichen. Und das ist ein sehr schön designtes Teil hier. DVD, Blu-ray, 4K natürlich und das schöne Booklet. Sehr schön. Keine Sorge, ich zeige euch das dann alles nochmal nebeneinander, dass ihr auch einen Einblick habt. Wie gesagt, ihr werdet mit diesen Titeln fröhlich werden. Und wie gesagt, denkt auch noch dran, ich habe, was ich noch nicht habe, ist leider 2046 und Days of Being Wild. Und hier in The Mood of Love, mein absoluter Tipp für die 4K-Freunde, weil hier haut es alles raus. Ihr seht auch ganz viel Bonusmaterial noch dabei. Wunderbar. Wurde auch im Jahre 2000 hier auf den Filmfestspielen in Cannes öfter ausgezeichnet, wird hier auch erwähnt. Genau. Und hier haben wir dann auch wieder ein sehr schönes Digipack. Wie ihr sehen könnt. Zieht sich alles hier durch, immer schön gleich sein. Und sieht, schaut euch nur alle diese Bilder hier an. Das ist eine Bildkomposition bis in Perfektion. Genau. Hier geht es ja um zwei Liebende, deren Partner sie betrügen und sie dann zueinander führen und selber eine Beziehung beginnen. Und ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Sehr schön. Hier auch wieder ein Gesamtbild. Wunderbar. Das kann sich wirklich sehen lassen. Also hier hat man sich nicht lumpen lassen. Upsala. Und wir bauen natürlich die. Ich gebe jetzt die Karte mal den rechten Platz hier. Genau. So, das war's zu den vier Editionen, die ich hier habe. Wie gesagt, 2046 und Days of Being Wild sind auch noch da. Hier wieder die Teile nebeneinander. Und ihr seht, das sieht sehr schön aus. Man hat die einzelnen Fonts der Filme behalten, aber alles gleichmäßig designt. Das sieht also im Schrank nebeneinander richtig cool aus. Auch alles gleichmäßig gemacht. Und hier oben immer das Kino des Wong Kar-wai. Und auch die Rückseiten sind hier ähnlich designt. Und ihr könnt ja quasi wirklich Spaß mit haben. Ja, das war's zu den Nahansichten. Und zurück zu meinem kleinen Fazit. So, das war die Wong Kar-wai-Reihe hier von Play On Pictures aufgelegt in 4K, Blu-ray und DVD. Ihr seht, alles Klassiker des modernen Kinos hier in wunderschönen Digipacks aufgelegt. Ich kann euch nur empfehlen, euch diese Sache anzufangen. Wer noch gar nichts mit Wong Kar-wai angefangen hat, holt euch Chungking Express. Und wenn euch dieser Film gefällt, taucht weiter in sein Oeuvre ein. Oder auch In the Mood of Love ist allein schon wegen der Bildqualität, wegen dem wahnsinnigen Bild unbedingt sehenswert. Und gerade in 4K. Ich finde toll, dass hier alles erreicht wurde. Und auch die anderen Filme, wie gesagt, 2046 oder Days of Being Wild, ebenfalls erhältlich. Und ich hoffe, dass diese Reihe hier noch ein bisschen weitergeht. Wunderschönes Kino zum Anfassen, zum Liebhaben, zum drin wohlfühlen. Und das sind Filme, auf die man immer wieder zurückkommen kann, weil diese Gefühle transportiert werden. Hier geht es nicht vordergründig um Plot, hier geht es um Stimmungen, Beziehungen, Gefühle. Und deswegen empfehle ich euch alle diese Wong Kar-wai-Titel. Ich verlinke euch unten drunter die Links zum PlayOn Pictures Shop, aber auch zu Amazon. Da könnt ihr gerne bestellen, je nachdem, was ihr am liebsten habt. Und denkt dran, bei PlayOn Pictures gibt es ja auch ab einem gewissen Euro-Sand, ich weiß gar nicht, 30 Euro oder sowas, ist ja dann noch versandkostenfrei. Unterstützt das Label, weil dann geht das direkt in neue Produktion, anstatt diese Produzenten dann an Amazon zu schenken. Genau. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal drunter, was ist euer Lieblings-Wong Kar-wai-Film? Ich schwank immer. Ja, ich habe halt ein großes Herz für Chungking Express, ist vielleicht die Mainstream-Meinung. Aber auch Mood of Love oder wie gesagt, Happy Together war ein großer Geheimtipp. Aber auch 2046 hat seine Vorzüge. Wenn ich mir die noch nachhole, kann ich die auch gerne nochmal nachreichen in dem Video für euch. Das ist kein Problem. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ich werde bald wieder ganz gesund. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe. Und geht mal wieder ins Kino. Bald kommt Halloween raus. Und ich wünsche euch eine schöne Halloween-Zeit, einen schönen Herbst. Und ja, macht's gut. Habt ein schönes Leben. Ciao.